Gut. Dann lauf erstmal mit. Ich weiß zwar nicht, wo die Dinger sind, aber lauf erstmal mit. Wenn wir sie finden, gut. Wenn nicht, dann lasse ich dich irgendwo anders stehen. Eieiei, erstmal rasten hier, bis geheilt ist. Nebel. Nebel ist ja schon so ein bisschen, hat ja so ein bisschen Sumpfcharakter. So, was das? Das sieht nach einer Mine aus. Oh, hier war ich doch, glaube ich, schon. Gucken wir mal, ob in dieser Mine Pilze wachsen. Kommt die Frau mit? Naja. Bam. Jetzt sehe ich hier nur Eier. Na? Boah, ich dachte. What the fuck? Das habe ich hier wieder aus dem Spiel geklickt. Und alles ist total komisch. Wow, und ich krieg hier gerade übelst auf die Fresse. Okay, Moment. Fuck, ey. Ich hoffe, meine Aufnahme beendet sich jetzt nicht, wenn ich mal eben kurz auf den Desktop springe. Beziehungsweise mein Spiel beendet sich dann nicht. Ich hasse es einfach. Warum ist das bei den ganzen scheiß Elder Scrolls Spielen so, dass man aus dem scheiß Spiel fliegt, wenn man irgendwie zu weit an den Rand klickt? Es ist total scheiße. Oh, fuck! Bitterküste. Da steht doch sogar schon, dass sie da war. Ganz ehrlich, wo ist denn dann hier die Bitterküste? Oder ist das hier irgendwo? Gut, dass hier ein Autosave war. Ich werde auf jeden Fall nicht in die Mine reingehen. Nicht, weil ich nicht denke, ich werde wieder sterben, sondern weil ich da keinen einzigen Pilz gesehen habe. Es wäre auch mal cool, wenn man hier irgendwie eine Orientierung hätte, wo man gerade ist. Mein Bitterküste steht da, aber oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt darüber. Guck, ob da drüben irgendein scheiß Sumpf ist. Könnt nur festen Boden rasten, ja. Folgt die Olle mir immer noch? Na ja, gut, soll sie mal versuchen, da durchzuschwimmen oder irgendwie was. Ist mir jetzt scheißegal. Ich möchte Pilze finden. Das sieht doch schon eher nach einem Weg über einen Hügel aus. Hier sind aber keine Pilze, die sind. Hier ist nur Mist. Weißt du, das ganze Kraut braucht kein Mensch. Das sieht nach einem fucking Sumpf aus. So, jetzt nochmal nachlesen. Man findet sie in den Sümpfen der Bitterküste. In den Sümpfen. Wenn ich hier nicht richtig bin, dann weiß ich auch nicht. Ist die Frage, ob ich jetzt in das scheiß Zeug da reinsteigen muss. Das waren die Dinger, die mich paralysieren. Na, klasse. So. Hier darf man nicht rasten. Hier in der Suppe scheinen auf jeden Fall keine Pilze zu sein. Was haben wir denn hier für einen Ort? Vielleicht kann man hier ja Pilze kaufen. La Ort. Sieht aber nicht aus, als hätten sie hier irgendein Geschäft, weil ich hier keine Banner sehe von irgendwie, dass ein Laden sein könnte. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet.
werde ich mal nach Norden gehen. Und hoffen, dass ich da mehr Glück mit Pilzen habe. Ich sehe keine Scheißpilze. Doch, hier sind Pilze. Violetta Coprinus. Schleppschwanz? Brauchen wir Schleppschwanz? Also, nee, den Witz mache ich jetzt nicht. Brettpilz und Hyperfakia. Hyperfakia. So. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein bisschen von dem Coprinus. Wow, was machst du denn hier? Gnadenlose Banditen. Ihr werdet mir nun... Gebt auf! Ihr seid ja schon fast tot! Hab ich ja einen Banditen gefunden. Her mit dem Geld. Aber du hast keine Edelsteine bei dir. Das heißt, du bist nicht der Bandit, den die andere Frau gesucht hat. Ich bin auf jeden Fall mein Follower los. Und ich würde jetzt gerne mal rasten. Mal gucken, ob wir hier was finden in den Ruinen von was auch immer. Oh, hier ist noch eine Schlammkrabbe. Oh, das sieht nach einem Pilze aus. Na, was haben wir hier für Pilze? Sehr geil. Das sind doch schon mal Pilze, die man gebrauchen kann. Was sind das hier? Auch alte Dwemer-Ruinen? Oder was anderes? Wollen wir doch mal gucken. Hauptsache, es gibt hier Pilze, ganz ehrlich. Oh. Es gibt auf jeden Fall die scheiß Scumps hier. Was ist das? Sternfarm. Brauchen wir nicht. Jawohl. Ja, wieso? Gab's denn nix? Zwei Stück. Sie hat nicht gesagt, wie viel sie will, oder? Oder steht das hier irgendwo? Immer Frauen und ihre Mengenangaben, ja? Jeweils einige. Einige! Ja? Was ist denn das für eine Mengenangabe, Weib? Eine Handvoll. Irgendwie. Ein Dutzend, ein halbes Dutzend. Aber will jetzt hier aber nicht mich in diesem Scheiß verlaufen. Na, was ist das da hinten? Das sieht nach Pilzen aus da hinten. Und nach Fliegeviechern. Aber wichtig ist Pilze. Schleppschwanz. Ja, du musst schon runterkommen. Na gut, dann nicht. Sammle ich weiter Pilze. Was ist das hier für ein Häuschen? Schade. Oh, bist du jetzt tief genug? Scheint so. Rasten wir mal und gucken, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Oh, das sieht gut aus. Au. Genau solche Höhlen habe ich gesucht. Also von diesen beiden Pilzsorten sollte ich eigentlich genug haben, aber ganz ehrlich, alles was ich finde, kommt mit.
Ja! Ah, da muss ich das nächste Mal mehr aufpassen. Die wachsen hier so an den Wurzeln bzw. an den Bäumen. Aber hier ist Jackpot. Und es ist leider nicht wie in Skyrim. Und ich weiß nicht, ob es in Oblivion auch schon so war, dass wenn man das Zeug lootet, dass das dann auch verschwindet. Aber ich werde mir ja wohl gerade noch merken können, was ich hier gelootet habe und was nicht. Oh, nice. Inventar geht auch klar. Ist hier was Besonderes? Knochenmehl. Ne, ihr habt alle nichts von Wert bei euch. So, gib mir mehr Pilze. Es hat gut angefangen, soll auch gut weitergehen. Kann ich den looten? Nein. Eine Falle. Das wird ja wieder interessant. Irgendwie an den Wänden mal gucken. Ah, sehr geil. Mal gucken, wie weit diese Höhle noch geht, aber ich bin gewillt, hier erstmal, wenn es sein muss, die ganze Höhle hier durchzusuchen, dass ich auf jeden Fall mit genügend Pilzen hier rausgehe. Kann ich hier rasten? Nein. Also mit der Falle? Kann immer noch nicht rasten. Gut. Dann geben wir uns jetzt erstmal hier einen Genesungstrank. Ja. Wow. Das Zeug bringt ja mal fast gar nichts. Gut, dann kann man den hier wohl nicht looten. Doch. Oh, ein Seelenstein. Hoffentlich ist das... Alter! So ein Zauber ist das Asozialste vom Asozialen, ja? Ganz ehrlich. Gewöhnlich Krankheitsteil. Schlüssel. Ganz ehrlich. Ich werde angegriffen! Hilfe! Hab ich jetzt das... Geil, jetzt läuft sie weg. Jetzt habe ich hier noch Lebenskraft wiederherstellen an sich selbst. Aber warum nicht? Aber sonst habe ich hier nicht wirklich was. Geil, wie sie einfach abhaut. Oh, nice. Nice. Hm. Hier ist nichts Wichtiges drin. Nehmen. Komm da ran! Dummkopf! Was gibt's denn Schönes? Ein gewöhnlicher Ring. Wertvolles Gewand. Ja, gut. Wow, wie hoch hat sie den Scheiß denn gestackt? Alter. Gewöhnliches Amulett. Shit, ey. Ich hoffe, das lässt jetzt mal so langsam nach. Teurer Gürtel, teurer Ring. Na gut, das kann man noch verkaufen. Wirkung, lass nach. Ich möchte hier... raus. Ich habe alles erkundet. Hier gibt es keine Pilze mehr. Ach ja, was könnte man denn so erzählen? Heute ist Freitag, der 23. November, an dem ich aufnehme für euch, für die nächste Woche. The fuck? Der Debuff ist so abgelaufen. Wieso trage ich denn immer noch zu viel mit mir? Anscheinend habe ich immer noch einen Debuff.
Ja. Gut, heute gibt's nichts Besonderes zu erzählen. Weil heute ist noch nicht viel passiert. Ich nehme relativ früh auf. Ey, kann das mal bitte abhauen? Wie ihr schon mitbekommen haben werdet, wenn das Video hier hochgeht, es gibt jetzt jedes Wochenende Duke Nukem Forever, ein kleines, in Anführungszeichen, Spezialprojekt. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Let's Play, aber ich möchte es jetzt endlich hochladen, deswegen wird es jetzt immer in den Wochen ein bisschen den Duke geben. Ey, willst du mich verarschen? Wie lange dauert es denn noch? Und ich hoffe, ihr werdet merken, warum ich in Anführungszeichen Spezialprojekt meine. Das könnte nämlich ganz interessant werden. Sag mir nicht, rasten und der Debuff ist dann weg. Ey, what the fuck? Alter, ich kann nicht bis das hier, Ja gut, Konstitution. Stärke. Ich hoffe, das hört gleich mal auf. Ja. Bin ich mal gespannt, wie euch Duke Nukem Forever gefällt. Weil das Spiel, da gibt es ja relativ gespaltene Meinung. Die ich auch quasi vertrete. Ey. Ich werde mich hier jetzt nicht ausziehen, Meister. Ist doch bescheuert. Nun gut. Da ich wirklich nichts Interessantes einfach mal so zum Erzählen habe, werde ich jetzt einfach mal, solange die Aufnahme pausieren und wir sehen uns dann wieder, wenn ich mehr tragen kann. Also, bis dann.